evil, ancient and powerful, has returned. Der erste Trailer zur zweiten Staffel der umstrittenen Serie Rings of Power spaltet, zumindest wenn man den Bewertungen glaubt, auch weiterhin die Fangemeinde. Ich konnte Staffel 1 ja zumindest an manchen wenigen Stellen noch etwas abgewinnen, aber auch mich überzeugt der Trailer zur zweiten Staffel bisher nicht. Warum nicht und was uns der Trailer so verrät, erfahrt ihr in diesem Video. Wenn ihr in Zukunft mehr solcher Videos sehen möchtet, lasst doch gerne ein kostenloses Abo hier auf YouTube da. Vielen Dank. Der Trailer beginnt mit der Ansage von Durin, dass ein uraltes und mächtiges Böse zurückgekehrt ist. Der Trailer suggeriert hier natürlich einen Zusammenhang mit Sauron, aber an dieser Stelle muss man sich, denke ich, ins Gedächtnis rufen, dass zum Ende der ersten Staffel bereits der Balrog in Moria kurz angedeutet wurde und wir wohl eigentlich davon ausgehen müssen, dass Durin exakt von ihm spricht. Das würde sich zumindest auch mit einigen späteren Szenen, wo wir Teile von Moria einstürzen sehen, decken. Eine weitere Szene zeigt uns Galadriel gemeinsam mit Elrond und einigen Elben, umringt von einigen mysteriösen Geistergestalten. In diesem Zusammenhang wird auch eine wurmartige Kreatur gezeigt. Was es damit auf sich hat, kann ich bisher noch nicht genau sagen. Habt ihr eine Theorie? Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Die Geister im Hintergrund erinnern natürlich entweder an die Ringgeister, die es aber noch nicht geben kann, oder an die Geister der alten Menschenvölker, die wir ja in Rückkehr des Königs gesehen haben. Vor allem zeigt uns der Trailer aber eins: Sauron. Und damit fällt für mich der Trailer auch in einen Abgrund, der zumindest mir suggeriert, dass wieder einige Passagen des Plots nicht ganz so gut gestaltet sein werden. Kurz zur Erinnerung, die Figur Halbrand, welche einen großen Teil der letzten Staffel mit Galadriel verbracht hat und am Ende den Elbenschmied Celebrimbor auf die Idee gebracht hat, mächtige Zauberringe zu schmieden, hat sich sehr überraschend, oh mein Gott, Plot-Twist, als Sauron entpuppt und ist zum frisch entstandenen Schicksalsberg geflohen. Im Trailer sehen wir nun Celebrimbor, wie er auf eine Gestalt im goldenen Licht zugeht und ich denke, wir können davon ausgehen, dass das auch wieder Sauron ist, der zu den Elben, hauptsächlich zu Celebrimbor, zurückkehrt, um mehr Ringe der Macht mit ihm zu schmieden. Dass die Elben ihre Ringe und auch die Zwergen wohl den einen oder anderen bekommen, zeigt uns der Trailer auch schon ganz klar, wie hier bei Durins Vater. Aber wie passt das alles zusammen, wenn Halbrand doch eigentlich bereits als Sauron enttarnt wurde? Nun, er kehrt eben nicht als Halbrand, sondern wie auch in der Vorlage als Annatar, Herr der Geschenke, zurück und gibt an, ein Gesandter der Valar, was kurz zusammengefasst, sehr umrissen, göttliche Gestalten von Mittelerde sind, zu sein. Deswegen auch das goldene, heilige Licht, als er erscheint, und deswegen kann der Trailer uns auch erzählen, dass die Elben erst erneut herausfinden müssen, dass diese, für sie ja neue Person, auch Sauron ist. Grundsätzlich deckt sich das also schon mit der Vorlage und Sauron ist ja auch als Gestaltwandler bekannt. Die Serie macht eben nur den Fehler, dass der Schauspieler von Halbrand, aka Sauron, Charlie Vickers, viel zu deutlich zu erkennen ist und das Ganze deswegen so wirkt, als würde sich Clark Kent mit seiner Brille tarnen und deswegen nicht erkannt werden. Es ist ein wenig lächerlich. Man kann sich nur wünschen, dass dieses erneute, wie auch in Staffel 1 schon langweilige Nicht-Mysterium um Saurons Identität in Staffel 2 relativ schnell abgefrühstückt wird, weil es der Trailer eben auch direkt bereits verrät und es eben so offensichtlich ist. Wenn der Schwerpunkt der Handlung sonst eben auch woanders liegt und wir uns nicht ewig mit der Identität von Sauron befassen müssen, wäre das zumindest schon mal ein kleiner Lichtblick. Was sehen wir aber noch im Trailer? Wir sehen, wie die Elben dank der drei Ringe der Macht, die sie am Ende der ersten Staffel geschmiedet haben, wieder zu mehr Kraft gelangen. Hier tragen Galadriel, Gil-galad und wahrscheinlich Elrond die drei Ringe. Aber auch Durins Vater nimmt hier, wie bereits erwähnt, einen verdächtig aussehenden Ring in die Hand. Aber auch Arondir ist wieder dabei und na, wer ist denn da im Hintergrund? Der bisher totgeglaubte Isildur, den wir auch hier nochmal etwas konkreter sehen. Ein Adler landet in Númenor und die Elben in Eregion werden offenbar bereits angegriffen. Daher stammen wohl auch diese Szenen rund um die Orks im Wald und den gefallenen Elben Ada, der auch wieder sein Comeback feiert. Ich bin mir sehr unsicher, ob die Serie hier bereits den Krieg zwischen Sauron und den Elben erzählen bzw. lostreten möchte, wo Eregion ja am Ende auch zerstört wurde und die Überlebenden entweder nach Lothlórien oder Lindon geflohen sind oder unter der Führung von Elrond
Bruchtal gegründet haben, denn eigentlich fand dieser Krieg erst 100 Jahre nach der Schaffung des einen Rings statt und das haben wir in der Serie noch gar nicht gesehen. Wobei natürlich auch spannend ist, ob die zweite Staffel vielleicht damit endet, dass der eine Ring geschmiedet wird. Ansonsten feiert auch der Stranger aka Gandalf seine Rückkehr und ich bin mir unsicher, ob das hier seine neue Gefährtin Eleanor Brandyfoot sein könnte. Generell kann man bei dieser Storyline ja noch am ehesten gespannt oder eben skeptisch sein, wohin die Reise geht, da hier ja allein schon durch Gandalfs Origin einige Änderungen in der Vorlage zu sehen sind. Das waren aber erstmal meine Eindrücke zum neuen Trailer. Die Serie erscheint am 29. August auf Amazon Prime Video. Für mich kam da bisher nicht wirklich Hype oder Spannung auf, aber was ist eure Meinung? Sind euch noch mehr Dinge aufgefallen? Habt ihr andere Theorien und was habe ich übersehen? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen und vergesst nicht, das Video zu bewerten und lasst gerne ein kostenloses Abo da, wenn ihr in Zukunft mehr Videos zu Serien, Gaming und Popkultur sehen wollt. Das war's erstmal von mir, macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Zillow.